Einen wunderschönen Freitagmorgen, jawohl. Ich habe gleich meine Telefonkonferenzen, aber vorher steige ich hier nochmal auf diese lustige Waage, die jetzt zumindest wieder eine 1 anzeigt. Das ist ja schon mal was, ne? Ach ja. Guck mal, da ist voll der Fleck drauf. Oho. So, jetzt schnell unter die Dusche und dann ab zu meinen Telefonkonferenzen. Oh, Freitag ist immer Telefonterror, ne? Telefonkonferenzterror, bla 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 bla. Da ist von einer Telefonkonferenz zur nächsten Dong, 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 Dong oder Skype-Konferenz, heißt das ja heutzutage so schön. So, ich bin jetzt hier auch schon wieder zwischen zwei Dingern und ich muss jetzt schon wieder weitermachen. Ich habe aber so einen Hunger, deswegen mache ich mir jetzt schnell wieder so einen blauen Castello-Schimmelkäsebrot. Das ist so lecker. Da liegen die guten Teile. Hier, das ist er, der blaue Castello. Guck mal, wie, oh. Dieser Blau, Blue, Castello Blue. Oh, den liebe ich. Den gibt's, ich habe den bei Rewe gekauft. Den gibt's Rewe, ich glaube, den gibt's auch bei Edeka. Richtig gut. Hat mich nämlich jemand gefragt. Also, super lecker der, weil der so richtig cremig ist. Toll und nicht so ganz scharf im Abgang. Mittag, so, und ich muss unbedingt was einkaufen und ich muss zu meiner Lieblingsbeschäftigung, zu einer Post, um ein Paket abzuholen. Oh, das mache ich jetzt mal schnell in der Mittagspause, weil das geht nämlich gleich noch wieder weiter mit meinen Telefonkonferenzen. Hallo. So, eine Telefonkonferenz jagt die nächste. Wieder so im Hintergrund. Ah, das ist wie bei der Muppet Show. Im Hintergrund passiert auch immer irgendwas. Das ist auch so ein Fregel da hinten. Nee, bei den Fregels war das. Oh, kennt ihr die Fregels noch? Diese anderen Muppets da. Und da war im Hintergrund waren da doch immer diese Arbeiter. Und die haben doch immer so viel Mist gebaut, sind immer abgestürzt und so weiter. Kennt gar keiner mehr die Fregels. Das war auch gar nicht so lange irgendwie, glaube ich, im Fernsehen. Naja, wie dem auch sei, ich habe gleich schon wieder noch eine Telefonkonferenz, aber die letzte heute. Und ich hatte eben noch so einen Hunger und ich habe mir ein Spaghetti-Eis gegönnt. Jawohl. So, und das esse ich jetzt noch und dann muss ich aber gleich wieder rein. Was macht der denn da im Hintergrund? Dreckig. Fregel, ne? Da war bis hier oben war Bananensmoothie. Oh, Bananensmoothie. Fregel. Ich habe schon meine schöne Winterjacke an, denn ich muss jetzt noch mal los, weil ich noch ein wichtiges Bankgespräch habe. Allerdings ein privates Bankgespräch. Es ist ja nicht immer, wenn Bank ist, ist das ja auch gleichzeitig hier beruflich. Das muss ich jetzt noch schnell führen und dann wieder ab nach Hause. Und dann ist ja gleich unser großes Treffen. Ich bin total gespannt. Und eben gerade hat sogar noch eine zugesagt. Das finde ich natürlich toll, so ganz spontan jetzt noch. Ich freue mich schon. So, jetzt komme ich gerade wieder von meinem Gespräch und ich sehe, dass mein Sohn hier schon angefangen hat, Plätzchen zu backen. Eigentlich wollte ich das mit den Kindern übermorgen machen. Jetzt hat er hier schon losgelegt, aber so richtig, der hat sie ja nur geschnitten. Kennt ihr die? Das sind diese Fertigdinger. Die sind ganz cool. So, da muss man nicht viel tun und man hat trotzdem Plätzchen. Das ist für meine Jungs natürlich das Beste, aber ich wollte auch richtig mit Rollen und alles Mögliche machen. Hä, was soll denn das jetzt hier? Na egal, ich habe so einen Hunger, obwohl wir uns gleich im Restaurant treffen, aber ich muss jetzt vorab was essen, sonst kriege ich da voll den Fressflash. Ich muss jetzt mir schnell was machen. Leute, ich muss mich sputen. Ich fahre jetzt zu euch sozusagen. Naja, also ich fahre jetzt zu unserem Treffpunkt, wo wir uns jetzt treffen. Treffpunkt, wo wir uns jetzt treffen. Und in einer halben Stunde seid ihr schon da, deswegen muss ich mich jetzt ganz schnell beeilen. Nicht, dass ich nachher die Späteste bin, das wäre ja auch doof. Oh, ich habe gar keinen Tisch reserviert. Oh, nicht, dass es gleich voll ist. Naja, ach, dann machen wir irgendwas anderes Schönes. Leute, ich stehe jetzt vom Texas Barbecue und da sind sie. Guck mal hier, da hat der Quotenmann Michael und sie extra aus Sachsen angereist. Chris übernachtet hier heute bei mir. Und jetzt kommen wir weg. Wir stören hier gerade. Wir müssen jetzt erstmal reingehen. Da vorne, da ist unser Tisch und da sitzt noch jemand. Ist das toll? Mir nach. Ist das geil? Hallo! Ach, ist das schön. Guck mal, jetzt sitzen wir hier alle und essen. Toll, ne? Ich bin ganz selig, das macht total Spaß hier. Schade, dass ihr alle nicht mit dabei seid. Also wir müssen das irgendwann mal wiederholen und dann müssen wir hier, ich meine, das ist toll, so eine kleine illustre Gruppe, aber irgendwann müssen wir mal den ganzen Laden hier füllen, finde ich. Das kriegen wir auch noch hin. Das ist ja jetzt wohl das Allerwichtigste. Was essen meine YouTube-Gucker? Wir gucken mal dahin. Ah, also ein dicker Burger. Und da, uiuiui, noch so ein dicker Burger. Das ist ja wie bei meinem Kind. Das ist gar nicht aber hier, Essen. Guck mal, hier geht's los. Das ist nicht mein Essen. Ach, das ist gar nicht dein Essen. Das ist nur zufällig. Das ist nur zufällig.
Ja, und jetzt wird es richtig diszipliniert. Guck mal, ich sitze bei den Disziplinierten. Ja. Guck dir das an. Hier aus Sachsen. Und jetzt kommt hier mein Quotenmann Michael. Der ist sowieso so diszipliniert insgesamt. Ich bin stolz. Und jetzt müsst ihr ja auch noch wissen, was ich esse. Tata. Und ich finde das jetzt auch gar nicht so schlimm. Ich habe nämlich diese komischen Fries weggelassen. Was würdet ihr mir jetzt hier geben, kilokalorientechnisch? Ach, ich sag mal 600, fertig. Ja. Guten Appetit! Leute, wir kommen hier gar nicht weg. Wir sind hier so im Floh und im Reden. Und jetzt sitze ich hier und jetzt reden wir nämlich mal. Jawohl. Total spannend. Tolle Themen, tolle Frauen. Das müssen wir unbedingt echt wiederholen. Ne? Also ganz klar. Und dann kannst du, ihr könnt dann auch noch mal mit herkommen. Ne? Machen wir. Ja. Wir wollen eine WhatsApp-Gruppe. Wir wollen gerade eine WhatsApp-Gruppe gründen, aber wir kriegen das gar nicht hin. Gründen. Wir schaffen das nicht, wir sind zu doof. Na, jetzt pass auf. Ja. WhatsApp. Ja. Gruppe. Schön, neue meine ganzen Gruppe. Telefonnummern filmt sie gerade ab. Was ist das denn? Neue Gruppe muss hochstehen. Ja. Neue Gruppe. Wir müssen eine neue Gruppe. Neue Gruppe. So, jetzt steht hier, neue Gruppe Teilnehmer hinzufügen. Ja. Ja, musst du machen. Okay. Ja, ja, jetzt uns, aber den musst du uns vorher einspeichern, ja, sonst geht das nicht. Aber ihr seid doch nicht da. Nee. Wir sind doch nicht da. Kinder. Neu. Und Michael ist der einzige Mitglied, das. Ich denke, du trinkst kein Alkohol. Genau deswegen, sonst kriegen wir noch Mühe machen. Wir machen jetzt noch einen Kiezbummel. Jawoll. Ne? Auf der Reeperbahn. Hier, auf der Reeperbahn wird man immer angelabert. Was hast du eben gerade gesagt? Dass du eine Hübsche bist. Ach, du bist ja lieb. Ja, dankeschön. Das macht sie nur, weil sie weiß, dass ich sie hübsch finde. Toll, ne? Vorher hat sie mich ignoriert. Ja, ich habe ihn ignoriert. Er hat mir immer auf die Schulter geklopft. Ich dachte, was will denn dieser? Du bist ein Milf-Anmacher. Das mir. Nee, was hast du denn? Weil ich voll die alte Tante bin. Du bist 20 Jahre jünger. Moment. Ich definiere Milf. Mother, I'd like to fuck. Yes. Ja, bist du. Siehst du? Da haben wir ihn gespielt. Ja, siehst du? Hab ich doch gesagt. Ist das dein Junge, dein Abschied? Oder dein Geburtstag? Das ist mein Oma-Dasein. Mein Sohn hat gerade ein Kind gekriegt und das feiern wir jetzt. Ja, aber das darf er nicht sehen, ne? Achso, nee. Besser nicht. Das ist eine hübsche. Dankeschön. Viel Spaß dafür hier noch. Dafür kannst du gar nichts. Nee, dafür kann ich gar nichts. Das haben meine Eltern so gemacht. Danke. Pass auf sie auf, ne? Wir hatten YouTube-Kanal. Dafür kann ich auch nicht. Also, du bist morgen auf YouTube. Ach, Schatz. Komm mal, ne? Ist der geil, oder ist der geil? Jetzt sind wir auf der großen Freiheit. Ich bin vom Winde verweht. Sag mal, war das schon immer so laut hier? Oh Gott, ich war hier früher jedes Wochenende. Boah. Wir sind bei Olivia. Man kennt sich. Ach, man kennt sich. Habt ihr immer eine halbe Stunde DJ-Musik, wo ihr feiern und tanzen könnt? Dann ist ja ein Show-Act, wieder Musik-Show. Wir sollen jetzt bei Olivia reinschauen. Es ist Nippel-Show heute und uns wird erklärt, wie man mit den Busen schwingen kann. Dass ihr bei uns immer wieder rein und raus könnt, wie ihr wollt. Ihr könnt woanders nochmal essen, trinken, feiern. Kommt nachts um drei wieder, das ist alles ruhig überraschend. Jetzt sind wir noch auf dem Santa Pauli hier, dem Weihnachtsmarkt auf St. Pauli. Aber wir merken so langsam, dass unser Akku leer läuft und wir sind echt zu alt für sowas hier. Wir müssen jetzt ins Bett. So langsam dezimieren wir uns. Wir sind jetzt nur noch 4 müde Kriegerinnen. Wir sind's. Jawohl. Oh, ich habe hier noch so ein Ding. So, und ich bringe nämlich jetzt noch dich, Franka, bringe ich zur Bahn. Und Mandy bringe
bringe ich nämlich, oh Gott, die ist im Steindamm, also für alle Hamburger, die wissen, was das bedeutet, Steindamm hat sie sich ein Hotel geholt. Oh Mann, hätte ich das gewusst, dann hätte ich gesagt, komm doch zu mir. Mit nein, aber sie hat da ja jetzt schon ihre Tasche und alles. Ne, so, da bringe ich sie jetzt auch noch hin und Chris schläft bei mir. Heißer Hossa, was für ein schöner Abend, das war richtig toll. Also Leute, die nicht dabei waren, ihr habt so ein bisschen was verpasst. Andererseits, das haben wir auch festgestellt, wir waren ja nun die glorreichen Sieben. Das ist natürlich auch total toll, mit so wenig Leuten zusammen zu sein, weil dann kann man mit jedem sprechen und alle sind so zusammen. Das ist eben auch wieder von Vorteil, als wenn wir jetzt irgendwie so eine große Meute gewesen wären. Dann eben noch den Kiezbummel und jetzt ist es schon 14:45 und ich habe gerade Chris ins Bettchen gebracht. Die schläft ja hier und ich gehe jetzt auch ins Bett. Nee, ich muss ja schnell noch schneiden, ne? Weil ihr seid ja wahrscheinlich alle gespannt, ne? Was so heute hier alles passiert ist. Deswegen schneide ich jetzt ganz schnell und dann ab ins Bett und morgen treffen wir uns dann ja wieder. Ich freue mich. Nacht.